Wir sind heute in Düsseldorf auf der Boot und schauen uns mal an, ob auch die Boote mittlerweile elektrisch fahren. Also bleibt dran. Herzlich willkommen bei Neulich an der Ladesäule. Wir sind auf der Boot in Düsseldorf und wir sind auf der Suche nach rein elektrischen Booten. Ich gehe davon aus, dass das Boot, auf dem wir jetzt stehen, nicht rein elektrisch fährt, aber wir sind auf der Suche. Wir gucken, es gibt richtig große Boote, da haben wir schon erfahren, die richtig großen fahren auch nicht elektrisch. Aber mal schauen, was wir hier noch so ausfindig machen können. Also, kommt mit! Das Boot fährt mit Kobalt. Das ist nichts für uns. Ja, wir haben was Elektrisches gefunden. Und zwar 45 PS, zwei Elektromotoren, autonom. 50 Minuten kann man damit fahren. Autonom? Da ist Autopilot drin. Genau. 65 Kilo, 77 Stundenkilometer schnell. Das ist auf dem Wasser sehr viel. Wir sind jetzt auf dem Stand von Torpedo. Hier gibt es nämlich elektrische Motoren und wir haben uns hier getroffen mit dem Chef, mit Fabian. Hallo Fabian. Hallo Daniel. Total interessant, weil jetzt werden auch endlich mal die Boote elektrisch. Also das, was auf der Straße schon länger stattfindet, passiert jetzt auch auf dem Wasser. Warum? Da würde ich gleich sagen, es passiert schon ganz lange auf dem Wasser. Okay. Ja, das passiert ja schon, also zumindest mit Torpedo, seit knapp 20 Jahren. Ja. Also genauer gesagt 19 Jahren ist Torpedo ein starker Vertreter von der Elektromobilität auf dem Wasser. Seit Anfang an elektrisch? Seit Anfang an elektrisch, genau. Ja. Also wirklich als Pionier und mit dieser klaren Überzeugung, dass der elektrische Antrieb einfach dem Verbrenner überlegen ist, in ganz vielen Bereichen. Nicht in allen Bereichen, glaube ich, das muss man auch immer so sehen, da bin ich auch immer gerne Realist. Mhm. Aber in sehr, sehr vielen Bereichen für Marineanwendungen ist der elektrische Antrieb einfach das Richtige. Ich glaube auch, das kann man in unheimlich vielen Bereichen mit dem E-Auto vergleichen, einfach, wo das ja auch viele Vorteile hat gegenüber dem Verbrenner, aber auch die Nachteile. Also unsere Zuschauer kennen es bestimmt. Mhm. Als Vorteil von einem E-Auto würde ich sagen, es ist zum Beispiel sehr leise. Haben wir den Vorteil hier auch? Was bringt mir das auf dem Wasser? Absolut. Also ich freue mich auch, wenn man das gleich so erkennt. Also es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt emissionsfrei unterwegs sind, sondern es sind genau die Vorteile. Und ich erachte das noch als viel wichtiger als in der Automobilindustrie, wo ich ja, wenn ich Nutzer bin, im Auto sitze, oft mit geschlossenen Türen, Fenstern und davon gar nicht so viel mitkriege wie auf dem Wasser. Stimmt. Ich sitze ja sogar direkt daneben. Genau, also explizit natürlich bei diesen kleineren Motoren mit meinem Boot. Ich bin draußen in der Natur. Und ich möchte ja auch oft in der Freizeit als Nutzer die Natur dann auch genauso erleben, wie sie ist und hören, riechen, schmecken. Und das kann ich natürlich mit einem elektrischen Motor, kann ich das. Und mit einem Verbrenner, der dann stinkt und Geräusche macht, kann ich das natürlich nicht. Und das Einzige, was wir jetzt hier hören auch, das ist ja das Schöne, ist das Plätschern des Wassers. Man sieht es einfach, glaube ich, schon direkt. Es macht unheimlich Spaß. Genau. Wir können uns hier unterhalten, während er fährt und wir hören nichts außer Wasser plätschern. Mhm. Und das ist schon mal eine der Kernvorteile, dass wir einfach keinerlei Emissionen haben. Und damit meine ich nicht nur irgendwo CO2, worüber man klassischerweise spricht, sondern vor allem auch Geräusch. Geruch ist alles nicht vorhanden. Ja, genau. Das könnten wir hier auch nie machen in der Halle mit einem Verbrenner. Dann wäre das Wasser schmutzig, dann wäre überall Öl. Wir würden hier nicht stehen wollen. Und ich glaube, das ist schon der beste Beweis, dass das, vor allem wenn ich dann in der Natur draußen bin, auf dem Wasser bin, das alles genießen möchte, das, warum ich auch da bin, dann auch nutzen kann. Wie mit dem Auto auch, genau. Wie mit dem Auto auch. Das ist natürlich sehr cool. Auch für mich persönlich, also neben der Nachhaltigkeit, ist es natürlich das Hauptargument, zu sagen, ich kann wirklich mit allen Senses die Umwelt und die Natur auch erleben. Und das ist unheimlich schön.
Ja. Du hast schon gesagt, jetzt, also von den kleinen habt ihr auch bis ganz große. Also genau. Ihr könnt auch große Passagierschifffahrt. Richtig. Und es ist auch sicherlich, was Torqedo jetzt besonders macht, dass wir einfach dieses Leistungsspektrum auch abdecken. Also wir haben auch zwei Geschäftsbereiche, die separat aufgestellt sind. Also wir haben einmal tatsächlich unser Endkundengeschäft mit Produkten im Low-Voltage-Bereich, also das heißt bis 48 Volt. Das heißt, dass auch wirklich auch ich als Endkunde und auch als Servicepartner ohne Zertifizierung dann entsprechend auch mit den Produkten arbeiten kann und die einbauen kann. Und vor allem auch, das sind natürlich die kleineren Motoren, also die ich auch online kaufen kann und auch beim Händler kaufen kann. Und jetzt Einsatz praktisch, also wenn ich mit dem Schifferboot und angeln. Angeln, da sind die Kleinen interessant. Da sind dann die Kleinen interessant. Also wir sind jetzt hier in der Leistungsklasse mit knapp über 1 Kilowatt, 1,1 Kilowatt bzw. 1,6 Kilowatt. Ist genau für ein Dinghy, für ein Aluboot, aber auch für Segelboote, kleinere und mittlere Segelboote, genau der richtige Antrieb. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe jetzt eigentlich überhaupt keine Ahnung, auf dem Wasser elektrisch zu fahren. Wie schnell fährt sowas? Oder für was für eine Größe von Booten ist das überhaupt vorgesehen? Ist das jetzt so ein kleines Ruderboot oder ist das schon was Größeres? Oder? Also eine Anwendung siehst du hier im Hintergrund schon. Ist ja schon relativ groß. Genau, also das nutzen wir auch gerade, die 1,6 kW nutzen wir auch für Boote, so Segelboote. Bis 22, 24 Fuß kannst du die locker verwenden. Wie viel Fuß Umrechnung ist das immer? 24 Fuß sind ungefähr 7,30 Meter. Okay. So, okay, über den Daumen. Ja. Der hat jetzt 1,6 kW elektrische Eingangsleistung. Okay. Also wir kommen da von der Leistungsangabe, wie ihr das auch zu Hause von euren elektrischen Geräten kennt, sei es ein Föhn oder ein Toaster. Steht auch immer drauf, was die elektrische Eingangsleistung ist. Also daher nicht verwechseln mit dem, was aus der klassischen Verbrennerwelt kommt, wo immer normalerweise die Leistung einer Propellerwelle angegeben wird, geben wir hier einfach immer die elektrische Eingangsleistung an. Und letztlich haben wir dann auch, kennt ihr ja auch vom elektrischen Auto, dass das Kennfeld vom Elektromotor ein völlig anderes ist als vom Verbrennungsmotor, haben wir dann auch ein ganz anderes Fahrerlebnis und können hier auch unsere Propeller wesentlich größer bauen, wesentlich größer designen, als jetzt in derselben Leistungsklasse für einen Verbrennungsmotor, weil wir einfach von null Umdrehungen weg das volle Moment haben, wie beim Elektrofahrzeug auch. Genau. Und damit einfach einen richtig super effizienten Propeller gestalten können. Und so können wir letztlich, obwohl wir nur 1,6 kW elektrische Eingangsleistung haben, sind wir vergleichbar im Schub, also mit der Antriebsleistung hier nach dem Propeller mit ungefähr einem 5 PS Benzinmotor. Okay. Und hier haben wir auch ein ausreichendes Drehmoment, dass man, wie man es am Bild auch sieht, tatsächlich auch sich ein bisschen aufs Meer raustrauen kann, also Coastal Sailing eröffnen und jetzt auch den Sprung damit von Binnenseen in die küstennahen Segelreviere schaffen. Aber natürlich gibt es auch ganz andere Anwendergruppen wie Angler, Fischer oder Beiboote, so kleine Schlauchboote. Da gibt es wirklich eine ganze, ganze breite Palette, die wir mit den Motoren hier super motorisieren können. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man jetzt sieht, es ist ja schon auf dem Meer. Gut, man hat jetzt die Möglichkeit, man kann das Segel hochfahren. Aber was für eine Reichweite, kann man ungefähr sagen, hat so ein Motor? Wir legen unsere Systeme immer so aus, dass du ungefähr eine Stunde Volllast fahren kannst. Okay, aber wer fährt schon eine Stunde Volllast? Ja, ja, genau. Und gerade kennt man ja auch vom Elektroauto auf der Straße, die Reichweite steigt dramatisch, wenn du ein bisschen die Leistung reduzierst. Wenn du nur ein bisschen langsamer fährst, dann hast du gleich dramatisch mehr Reichweite. Und so ist es hier zu Wasser auch. Jetzt persönliches Beispiel, ich habe ein 24-Fuß-Boot privat am Chiemsee und wenn ich da Vollgas fahre, dann schaffe ich ungefähr 5,1 Knoten und wenn ich dann auf 3 Knoten, 3,5 Knoten reduziere, dann bin ich da mit 300 Watt ungefähr unterwegs, statt 1,6 kW. So mit 300 Watt, da fahre ich schon locker 3 Stunden lang. Also das ist dann überhaupt kein Problem in Sachen Reichweite. Wir haben auch überall ein Display auf all unseren Produkten. Okay. Und da hast du immer sofort die Informationen parat, die du brauchst. Da steht die Restreichweite drauf, da steht die Geschwindigkeit drauf, da steht die Leistung, die du gerade verbrauchst, den Batterieladestand. Also du bist zu jeder Zeit, hast du sehr präzise Informationen, wie weit du noch fahren kannst. Und natürlich kannst du jederzeit auch die Batterie wechseln. Wenn du eine zweite hast, ist ganz einfach. Ich zeige euch das gerne mal. Die kannst du hier einfach runterziehen und really das easy, geht das geht ganz einfach, geht ganz schnell. Und dann kannst du, wenn du möchtest, die Batterie tauschen, drauf einklicken und fertig. Und was auch cool ist, wir haben hier auch einen Solarladeregler mit ins Batteriemanagementsystem integriert. Das heißt, du kannst hier einfach
ein herkömmliches Solarpanel, was ungefähr zu, also muss natürlich zu den Spezifikationen hier passen. Ja, klar. Und zu deiner Anwendung kannst du hier haben ein Ladekabel im Zubehörsortiment. Da brauchst du auch keinen zusätzlichen Solarladeregler. Das heißt, du steckst hier das Kabel auf der einen Seite einfach an, auf der anderen Seite mit MC4 an die üblichen Steckverbindungen am Solarpanel. Und dann kannst du entweder, wenn der Akku separat ist, laden oder wenn der am Motor ist, während der Fahrt laden. Und so kannst auch du halt einfach. Genau, du kannst auch während der Fahrt laden. Und dann kannst du ganz einfach mit der Sonne deine Reichweite verlängern und kannst damit auch bis zu 200 Watt Ladeleistung in die Batterie reinbringen. Also theoretisch, wenn man sagt, man hat einmal Photovoltaik irgendwie auf dem Schiff, kann man damit laden. Und wenn man dann noch zwei, drei Akkus dabei hat, dann kann man eigentlich auch egal wohin fahren. Genau. Sozusagen. Und man hat ja immer noch den Wind und natürlich auch die Strömung. Je nachdem. Genau, die hilft mal und kommt mal ist sie der Gegner. Ja. Also Vorteil lautlos. Also zum Fischen gut. Ich kann mir jetzt vorstellen, auch für Einsatzkräfte. Also beim Auto ist es so, habe ich schon mal gehört, wenn die Polizei nachts mit einem E-Auto rumfährt, dann finden die Diebe das nicht. Also ich glaube, wahrscheinlich ist es jetzt auf dem Wasser weniger diese Art von Einsatzkräften, aber was natürlich auch ein ganz großes Argument ist, ist jetzt zum Beispiel Tierbeobachtung oder Forschung, Whale-Watching, diese ganzen Geschichten. Da spielt es natürlich eine wesentliche Rolle, wenn ich einfach auch die Tierwelt nicht so belästige mit dieser Geräuschkulisse, wie ich es mit Verbrennern tue. Das Gleiche gilt natürlich fürs Fischen. Also ich sage auch mal, du fährst dann mit dem Verbrenner, du willst irgendwie den Fisch fangen und erstmal vertreibst du ihn mit lauten Geräuschen. Und das ist natürlich ganz klar. Also da spielt diese Technologie natürlich ganz klar ihren Vorteil aus. Und nicht in die Natur eingreifen bedeutet auch wieder ja Sauberkeit. Also das, was ich sonst Öl und Benzin, das gibt es ja alles nicht. Ne? Ja, das wird auch, also sage ich mal, viele werden es erkennen, die schon mal in der Marina waren. Ist ja oft ganz schrecklich, ja. Du gehst an den Booten vorbei und du siehst ja richtig schön diesen Ölfilm schimmern auf dem Wasser. Und es ist ja nicht nur der Kraftstoff, es ist ja dann auch das Öl und das kommt einfach auch ins Wasser unweigerlich. Und, oder du stehst irgendwo in der Bucht und willst baden und also es ist für mich einfach das alternativlos. Also ich finde, da wird einem am meisten klar, was man eigentlich dort mit der Umwelt macht, in der man auch unmittelbar sich bewegen möchte, also in der man eben vielleicht fischen möchte, in der man baden möchte, in der man seine Freizeit verbringen möchte. Und das, finde ich, fällt dann ganz besonders auf. Und das Schöne ist ja auch, wie gesagt, gerade auch für die nächsten Generationen, da brauchen wir diese ganzen Argumente nicht mehr. Genau, die kommen alle von sich und sagen, also ich weiß gar nicht, wieso wir überhaupt darüber gesprochen haben. Und das ist einfach, da ist das beste Beispiel, den Spaß, den auch die Kleinen hier haben. Und es ist einfach auch Komfortgewinn. Also das kennen wir ja auch vom Auto. Es ist einfach auch angenehmer. Ich komme hin, ich stecke meinen Sicherheitsschalter an und dann fahre ich los. Genau. Und jetzt versuch mal irgendwie einen Motor erstmal anzukriegen, der nicht irgendwie elektrisch gestartet wird. Da bist du früher wie am Rasenmäher, da machst du den und dann hoffst du, dass er angeht. Und wenn du ihn transportieren musst, dann musst du da ein Riesengewicht irgendwie durch die Gegend schleppen. Hier können wir die Batterie abnehmen. Gut, den schleppe ich mit. Genau, ist mobil, kann ich mitnehmen. Und das ist einfach auch ein Komfortgewinn. Also das sind so viele Vorteile an allen Stellen. Und das ist wie E-Auto, Komfortgewinn, leiser, schneller. Ja. Also ist mehr Kraft? Jedes E-Auto ist... Anderer Drehmomentverlauf. Ich glaub, das muss man sagen, weil die Kraft hängt natürlich davon ab, welche Leistung ich auch an Bord habe. Aber ich habe natürlich einen ganz anderen Verlauf. Und das, was wir als E-Autofahrer alle kennen, das heißt, ich habe eine extreme Beschleunigung. Ja. Das habe ich natürlich hier auch. Ich habe ein unmittelbares Drehmoment anliegen und ich habe ein ganz anderes Fahrgefühl. Ja. Auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Und der Spaß kommt definitiv nicht zu kurz. Geräusch? Braucht man? Wollen die Leute ein Geräusch haben? Beim Auto ist es so, die wollen immer brumm brumm hören. Ja, da habe ich ja auch, ich komme ja aus der Automobilindustrie tatsächlich und habe ja auch verschiedene Technologien auch bereits in meiner Laufbahn begleitet und auch natürlich Alternativen, auch vom Wasserstoff und diese Themen, aber viel Elektromobilität. Und also meine persönliche Meinung ist da, es gibt schöne Motoren, es gibt schöne Ingenieurskunst, es gibt schöne Geräusche.
Aber das sind 2-3%, wenn überhaupt, der Motoren, wo ich sage, da lohnt es sich, dass ich den Motor auch irgendwie als emotionales Element habe. Na, auf dem Wasser jetzt speziell? Auch auf der Straße. Okay. Also da sage ich, da gibt es ein paar schöne Sportwagen, die haben ein schönes Geräusch, das ist emotional. Und das ist auch nicht das Problem. Und sage ich mal, es wird immer auch Boote geben, wo die Anwendung nicht passt, elektrisch. Aber in den meisten Fällen, in 98% der Fällen, ist auch der Motor auf der Straße kein emotionales, schönes Geräusch, ist oder? Ist vergleichbar mit dem Auto. Also es wird immer die Verbrenner geben, weil man es einfach möchte, auch gerne. Emotionen damit verbinden. Ich denke mal, so wird es am Wasser auch. Wird es immer den einen oder anderen geben. Ich glaube auch, wie gesagt, das macht dann nachher... Ist ja gut so. Führt dann nicht zum Problem. Ja. Und, aber die Masse wird meiner Meinung nach auf einen elektrischen Antrieb gehen. Ich glaube, wir können es nachher noch ein bisschen unterhalten, auch über das Thema, welche Rolle spielt denn eigentlich der Motor und welche Rolle spielt denn eigentlich der Speicher? Und genauso wie bei den Autos auch. Heutzutage, die wenigsten sprechen eigentlich über den Motor, denn die Leistung ist da, die Elektromotoren, die Kraft ist da. Ja. Ja, das ist nicht Kern, sondern Kern ist mittlerweile die Batterie. Richtig, aber die habt ihr auch hier. Die haben wir auch. Also, du siehst hier die Palette, die wir anbieten können an Modularität in dem Produkt XP Extra Power mit 1,6 kW. Du hast es gerade schon angesprochen, 2 verschiedene Batteriegrößen. Die große Batterie hat 1425 Wattstunden und die kleine hat 1080 Wattstunden. Power Package ist der große Motor mit dem großen Akku. Wenn du den 1,1 kW Motor mit dem großen Akku kombinierst, hast du ein Paket, wo du nochmal zusätzlich Reichweite kriegst. Und dann haben wir das Ganze noch adaptiert für Kajaks. Hier mit einer Halterung, die perfekt auf dem Kajak designt ist. Und eine Variante vom Akku, das wäre dann unser 4. Package, das sogenannte Adventure Package. Und generell kannst du auch immer entscheiden, ob du hier mit einer Pinnensteuerung fahren möchtest oder ob du mit einer Ferngassteuerung, wenn du einen Steuerstand hast, wo du ein Lenkrad am... Das wäre dann... Genau, so. Da hast du dann eine Steuerung mit Lenkrad am Schiff, was über einen Bautenzug hier dann die Lenkung ansteuert. Und hier kannst du dann einfach vorwärts, rückwärts... Also je nachdem, was man für eine Vorliebe hat. Genau. Also entweder so oder... Ja, genau. Oder auch je nachdem, was die Größe des Boots. Ich denke mal, wenn man einen Sitzplatz hat, wo man dann... Ja. Genau. Was ist jetzt das? Ist das jetzt für zu Hause eine Wallbox oder was ist das? Wir haben hier noch weitere verschiedene Ideen. Du hast jetzt immer gesehen, dass die Batterie hinten am Motor festgemacht ist, also reingeklickt wird. Könnte noch eine Idee sein, dass du statt der Batterie einen solchen Adapter einklickst. Dann kommt ein Kabel raus, wie du hier siehst. Und dieses Kabel könntest du zu einer externen Batterie verbinden. Okay. Zum Beispiel unsere 5000 Wattstunden Batterie, die wir auch schon seit Jahren im Programm haben. Oder auch, um auf deine Frage noch zurückzukommen, könnten wir uns auch vorstellen, dass wir hier mit 2 solchen Schalen, die du im Rumpf montierst, dann einfach 2 dieser Akkus hier reinklickst, dass wenn du zum Beispiel an der Boje liegst, nicht unbedingt am Steg, wo du Strom hast, dass du dann ein oder beide Akkus zum Laden mit nach Hause nehmen könntest, wenn du möchtest. Oder hier auch dann letztlich deine 12-Volt-Versorgung auch für dein Schiff, Beleuchtung, Kühlbox, was auch immer auf deinem Schiff verbaut ist, drüber abdenken könntest. Jetzt gibt's größeren Speicher, ihr macht auch größere Motoren. Wir machen bis 100 kW. Dann gehen wir doch einfach mal weiter und gucken uns jetzt mal große Motoren an. Genau. Okay, das Boot ist nicht elektrisch, aber das hat auf jeden Fall eine sehr große Dusche. Und natürlich mit Glas, weil es ist ja vollkommen egal, du bist ja irgendwo mitten am Meer. Aber ich denke mal, man kann es bestimmt auch verdunkeln von innen. Meinst du nicht? Das bleibt. Machen die nicht nur Autos? Wenn da so viele Schnittpunkte sind, unser Kanal heißt neulich an der Ladesäule. Ja. Wo stehen denn auf dem Wasser die Ladesäulen rum? Das ist auch ganz spannend, weil auf dem Wasser stehen wenig Ladesäulen, das ist richtig, aber das ist ja tatsächlich so, dass so gut wie alle Marinas elektrifiziert sind. So gut wie alle Marinas haben Landstrom. Ja. Das ist jetzt keine Schnellladeeinrichtung oder irgendwas. Aber für die Kleinen reicht das ja. Dann nehme ich da absolut. Aber zum Beispiel jetzt bei diesen Modellen ist es ja wirklich auch so, da habe ich ja einen mobilen Akku. Das heißt, den nehme ich auch immer vom Boot mit, nehme den mit nach Hause, lade den zu Hause auf. Nummer 1. Nummer 2 ist jetzt zum Beispiel auch hier, wir können hier direkt Solarmodule anschließen. Ja, wir haben einen Onboard-Charger. Und das machen sehr, sehr viele Kunden auch von uns. Die haben dann ein Solarpanel am Boot. Und oftmals nutze ich das am Wochenende. Und über die Woche scheint die Sonne, wird der Akku aufgeladen und ich komme und habe einen geladenen Akku.
ohne irgendwelche Kosten zu haben. Ja. Und das ist das Spannende. Ja. Also ja, das ist sowieso eine der schönsten Anwendungen im Segeln, auch Hydrogeneration. Also nicht die Rekuperation aus dem Bremsen, aber wenn ich unter Segel fahre, ab bestimmter Geschwindigkeit kann ich den Propeller mitlaufen lassen und dann rekuperiert sozusagen auch durch den Propeller, Hydrogeneration genannt, einfach kommt die Energie und fließt zurück in meinen Akku. Und so kann ich, oder so haben wir auch Kunden, die tatsächlich mit Solar und Hydrogeneration einfach autark unterwegs sind, die über Monate auf dem Wasser sind und sozusagen die Ladesäule auf dem Wasser ist dann die Sonne und die, haben die, eigene dabei. Und die Geschwindigkeit. Und das macht schon Spaß. Jetzt denke ich auch so an ganz abgelegene Gebiete, so kleine Inselgruppen oder so, da wo man vielleicht gar keinen Treibstoff hintransportieren kann. Solarpanel fertig. Ja. Also das ist das Schöne. Also die Energie haben wir überall auf der Welt und in ausreichender Form. Und dann macht das Ganze natürlich Sinn. Klappt natürlich nicht bei den größeren Akkus, da bin ich dann angewiesen auf Landstrom. Wie gesagt, das Nutzerverhalten ist ja ganz oft auch eben im Wassersportbereich, dass ich das hauptsächlich an Wochenenden benutze, also nicht jeden Tag durchgehend abrufe. Und dann genügt mir das. Dann genügt mir der Landstrom, dann stecke ich das an. Wenn ich über Nacht oder über die Woche bin ich wieder voll. Aber natürlich sehen wir auch, und das brauchen wir auch, wir sehen natürlich auch die Infrastruktur kommen mit Schnellladenetzen, wenn wir Passagierschiffe auch entsprechend elektrifizieren, dann ist der Bedarf natürlich groß. Und dann sprechen wir auch schnell mal über eine installierte Kapazität von einer Gigawattstunde in so einem Boot und auch mehr. Und dann ist natürlich der normale Landstrom nicht mehr richtig. Da brauche ich auch gewisse Ladegeschwindigkeiten. Da, genau. Aber da orientieren wir uns auch. Also auch da wird sich orientiert an dem, was wir auf der Straße sehen, mit den Standards CCS und so weiter. Das ist auch, was wir hier... Die haben auch einen CCS-Anschluss? Genau. Das ist dann auch... Ja klar, man entwickelt dann auch nicht alles neu. Ja. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen Gedanken, da auch nochmal Stecker zu entwickeln, die jetzt vielleicht nicht so anfällig sind, weil, das muss man natürlich auch sehen, wir sind natürlich schon nochmal in einem anderen Medium. Das Wasser, Süßwasser ist jetzt noch das kleinere Problem, aber in dem Moment, wo wir mit Salzwasser unterwegs sind, haben wir natürlich auch ein Korrosionsthema und das muss man einfach beachten. Also ich sag jetzt mal, starke Ströme und Wasser, insbesondere Salzwasser, da muss man wissen, was man ist tut. Nicht so, und das ist nicht trivial. Okay. Darf man nicht außer Acht lassen. Das ist ein sogenannter Ruderpropeller. Das heißt, wir haben hier den Antrieb und einen Ruder kombiniert. Das ist, der Unterwasserteil ist dann auch drehbar. Den kannst du mit dem Motor hier auch ansteuern. Wir haben hier einen 50 kW Elektromotor von uns drauf. Und mit dem System risten wir dann auch tatsächlich größere Schiffe aus. Twin-Antriebe, Single-Antriebe. Da haben wir dann tatsächlich Verschiedenes im Portfolio. Also es ist erweiterbar. Man kann auch sagen, man macht zwei solche, je nachdem, wie groß auch eben das Schiff ist. Richtig, wie viel Antriebsleistung du brauchst. Gibt es da bei euch irgendwie eine Begrenzung von der Schiffsgröße? Oder würdet ihr jetzt sagen, wir könnten auch so ein riesiges Personenschiff dann eben auch... Naja, also wir sind im Moment, unser Portfolio geht bis 100 kW als Einzelmotor. Wenn du den als Twin-Antrieb ausbaust, dann hast du 200 kW Antriebsleistung. Was schon? Unser größtes Schiff, was wir da im Moment gerade aufbauen, ist die Nofretete. Die fährt in Berlin auf der Spree. Die kann bis zu 160 Passagiere aufnehmen. Ist so ein Ausflugsboot oder für Dinner-Cruises, je nachdem, wie es bestuhlt ist. Aber bis zu 160 Passagiere ist 38 Meter lang. Okay. Also das ist schon ein Schiff. Da braucht man dann natürlich, denke ich mal, auch einen größeren Akku. Genau, und dann schauen wir uns auch gleich an. Bei Torpedo und wir sehen jetzt mal, dass bei diesem Beiboot von dieser großen Yacht auch ein Torpedo-Motor benutzt wird. Das ist nur für das Beiboot, aber hier sieht man schon cool, es ist sauber, man kann es klein verstauen. Mhm. Also schon praktisch, wenn es elektrisch funktioniert. Wir gehen aber trotzdem einmal rum. Ja. Das ist mittlerweile unsere dritte Generation an Hochvolt-Akkus. Ja. Der hat jetzt 80 Kilowattstunden. Okay.
ist LFP-basiert, also letztlich extrem zyklenfest, um genau die Anforderungen von der Berufsschifffahrt eben abzudecken. Ist kompakt für die Energie, die da drin steckt. Und wir haben auch Projekte, da sind bis zu 16 von diesen Batterien drin. Also auch das kann man dann nahezu beliebig stacken. Und wir bieten ja nicht nur den die Antriebsversorgung an, sondern damit kannst du letztlich auch deine ganze Bordstromversorgung mit abdecken. Wenn du zum Beispiel eine Gastroküche auf deinem Schiff hättest, kann man da über DC-DC-Wandler oder DC-AC-Wandler entsprechend auch die Leistungsbedarfe vom Schiff mit abdecken. Aber auch da, die Reichweite ist, würde ich sagen, ist nicht das Problem. So wie bei Autos auch, das ist nicht das Problem. Viele haben das im Kopf, das ist ein psychologisches Problem und viele wissen nicht. Und was mach ich mit meiner Batterie leer? Sag ich immer, was machst du, wenn dein Tank leer ist? Ja, genau. So. Genau. Und, das ist nichts anderes. Die Themen kennen wir ja. Genau, und wie gesagt, dann schließe ich im Zweifelsfall meine Solarzelle an. Und, Okay, lass ihn ein bisschen treiben, bis wieder was drin ist. Ja. Also Reichweite, es kommt auf die Größe an. Wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, werden auch später Containerschiffe elektrisch fahren? Kann man einen Trend beobachten? Es gibt schon Containerschiffe. Es gibt tatsächlich schon erste Projekte, wo wirklich Containerschiffe elektrifiziert werden. Und auch da ist es ja wieder so, es sind ja heute schon sehr, sehr viele Antriebe elektrifiziert. Also auch heute sind zum Teil Containerschiffe, der Antrieb, also wirklich der Antrieb des Propellers funktioniert elektrisch. Die Frage ist, wo kommt die Energie her? Und die kommt dann oft aus irgendeinem Dieselgenerator oder aus irgendeinem Verbrenner sozusagen, der die Energie erzeugt, die wiederum einen Elektroantrieb antreibt. Und deswegen muss man eher die Frage stellen, wo kommt diese Energie her? Die Speicherung, und das wird man sehen. Also ich bin der Überzeugung, dass nicht eine einzige Technologie sich in allen Bereichen durchsetzen wird. Aber es gibt tatsächlich heute Containerschiffe, da sind dann halt eine bestimmte Anzahl von Containern, sind Batterien. Ja. Auch wirklich load on, load off. Du kannst die dann auch austauschen direkt. Und dann verlierst du aber halt auch Kapazität. Du verlierst natürlich Transportkapazität und da musst du immer dann auch als Nutzer sehen, und das ist das gleiche Thema wie im Automobilbereich auch, in anderen Bereichen auch, Gewicht spielt hier eine Rolle. Habe ich die Möglichkeit, habe ich den Platz, kann ich das Gewicht auch dort reingeben? Aber ich denke, dass wir in den ganz großen Bereichen werden wir Alternative Fuels sehen, werden wir mit Wasserstoff unterwegs sein, werden wir die Brennstoffzellentechnologie sehen. Und auch das haben wir heute schon. Also wir haben Systeme, Hybridsysteme laufen mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle, Methanol, Ethanol-Brennstoffzellen, mit Generatoren. Alles heute möglich. Und je nach Anwendungsfall. Genau, das ist unser Innenborder. Vom Prinzip ist da der 100 kW unter der Haube drin. Das ist immer die Kombination aus Elektromotor und Inverter. Klassisch wird der zum Beispiel für Wellenanlagen verwendet, wenn du eine klassische Anordnung hast, Propeller hinten mit einer Welle durch den Rumpf nach innen gelegt. Dann wäre das die geeignete Antriebswahl. Wir könnten aber auch hier über ganz andere Dinge nachdenken, wie wir antreiben könnten. Das ist als Beispiel jetzt mal ein Jetantrieb. Und so könnte der Motor hier genauso auch auf den Flansch von dem Jetantrieb. Das muss nicht unbedingt eine Wellenanlage sein, kann auch so ein Antriebskonzept sein. Okay. Und wie genau funktioniert das? Also da wird Wasser angesogen? Genau. Also das wäre jetzt im Rumpf, da wird dann Wasser von unten angesaugt. Da wird hier innen mit einem Impeller das Wasser beschleunigt, durch die Düse hier ausgestoßen. Und dann kann man mit dieser Klappe hier hinten zum Beispiel auch die Schub umkehren, sodass dann praktisch hier der Schub rückwärts geht zum Bremsen. Verbraucht sowas mehr Strom als so ein reiner Propeller? Oder? Es ist eine ganz andere Anwendung. Hier sind wir meistens, also Hamilton macht das insbesondere für Pilot Boats, Rescue Boats, so Behördenfahrzeuge, die auch sicher im Flachwasser operieren müssen, wo du einfach ein Problem hast, wenn du irgendwo auf Grund läufst mit deinem Propeller. Ja. Meistens auch schnellere Anwendungen. Und hier mit dem Ruderpropeller sind wir halt ganz klassisch auf hocheffizient Cruising-Geschwindigkeiten ausgelegt. Also das ist ein ganz anderer Anwendungsfall. Jetzt würde mich noch mal interessieren, wenn ich jetzt irgendwie mal von meinem E-Auto umsteigen will auf dem See und dann von dem System hinten so einen Außenborder habe. Jetzt habe ich gehört, ihr habt auch noch eine App dafür. Ja, richtig. Also man fühlt sich wirklich, als wenn man von seinem E-Auto, wo man auch die App hat, steigt man in sein Boot und man hat wirklich auch diese ganzen Funktionen. Riesengroß, kann man da mal drauf? Oh, ja. Okay. Die sind ja noch im Hintergrund. Ich glaube, er hat eine gefunden, die ist okay, deutsch. Danke. Ich glaube, er hat eine Abfuhr. Next, you didn't need it.
I met it on technology, you know, drawings and 3D printings. Ah, man kann die Motoren getrennt voneinander. Ja, mach lieber nicht. Vielleicht ist er direkt an. Wo ist denn der Anknopf? Hier hast du auch keine Lüftungsschlitze, ne? Genau wie im Tesla. Die Lüftung kommt von ganz weit vorne. Hier, wenn man so sieht hier, wie im Tesla, ist auch Plastik überall. Ja, also das ist dann jetzt die, genau. Die App. Das genau. Ist unsere neue App mit einem Cloud-Service dahinter. Und wir haben dann immer die aktuelle Leistung, die aktuelle Umdrehung und vor allem die Remaining Range, also die noch verbleibende Reichweite, dein Ladestand und deine aktuelle Geschwindigkeit angezeigt. Wir zeichnen Trips auf, also musst dadurch auch um nichts kümmern. Die starten automatisch, enden automatisch, sind in der Cloud synchronisiert. Du kannst sie mit deinen Freunden teilen, wenn du das möchtest oder auch nicht. Und kannst dann aber auch hier zum Beispiel in den Statistiken sehen, was du im letzten Jahr zum Beispiel an Fahrtstrecke hattest, Fahrzeit. Wir können auch auf der Karte Pins hinterlegen, wenn wir jetzt irgendwie einen coolen Fishing-Spot oder eine coole Badebucht gefunden haben, die wir weiter wieder finden wollen. Oder zum Beispiel auch mit deiner Community teilen möchtest, dann kannst du das hier ganz einfach tun. In der aktuellen Ausbaustufe mit dem Travel ist das mit Bluetooth verbunden mit deinem Motor. Wir haben auch eine Wi-Fi-Verbindung, die aber eigentlich nur fürs Firmware-Update eine Rolle spielt, was insgesamt aber eine echt coole Sache ist. Also Firmware-Update könnt ihr dann auch? Wir können jeden Controller auf dem Travel updaten über die App over the air und damit bist du total future-proof und wenn du heute einen Motor kaufst, hast du in 3, 4, 5 Jahren immer noch alle Features, die wir zusätzlich jetzt entwickeln über die Zeit, kommen dann praktisch einfach mit über die Updates. Also ich hätte jetzt nie gedacht, dass auf dem Boot das wirklich auch so möglich ist wie in einem Auto. Und es ist wirklich alles vorhanden. Und vor allen Dingen, die App sieht auch noch gut aus. Also du siehst halt letztlich wie beim E-Auto präzise auch die Reichweite. Also wir haben in jedem Motor auch ein GPS-Modul und wir erkennen sehr präzise auch, was der aktuelle Leistungsverbrauch ist. Und mit den eigenen Akkus wissen wir natürlich auch sehr präzise, wo der State of Charge, also der Ladestand des Akkus ist. Auch mit wenigen 100 Watt kommst du noch sicher nach Hause. Das reicht im Normalfall auch ein Segelboot oder ein Schlauchboot sowieso nach Hause zu schieben. Und es gibt dir wirklich ein ganz, ganz sicheres Gefühl, dass du da sicher wieder nach Hause kommst. Und irgendwann kann man ja auch ungefähr einschätzen. Genau. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man jetzt jede Woche an 5 verschiedenen Seen fährt. Man kann es irgendwann einschätzen, genau. Wie weit komme ich. Und, genau, das kennen wir alle von den Elektrofahrzeugen zur Straße auch. Ne? Jeder, der vom Verbrenner kommt, sagt, Gott, 50 Kilometer Restreichweite, such panisch eine Tankstelle. Wenn du dann mal gewohnt bist, Elektrofahrzeug, dann fährst du den auch auf mal 10 oder 5 Kilometer Restreichweite runter, weil du es einfach einschätzen kannst. Ja. Da heißt 50 Kilometer. Ah, mach dir keine Sorgen. Ja, genau. Unsere Travel Cleanup Challenge, wo Thomas gerade versucht, jetzt hier Meeresplastik einzusammeln. Und das ist auch tatsächlich das, was wir ganz stark verankert haben. Also nicht nur, dass wir für unsere Kunden nachhaltige Lösungen bieten, sondern dass wir natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit jeden Tag ein bisschen stärker auch für uns intern, aber auch für unsere Kunden umsetzen und platzieren. Deswegen ist es eine sehr schöne Kooperation und das ist auch genau das, was wir in unserem Purpose auch verankert haben. Das können wir uns gerne gleich auch nochmal anschauen, wenn wir darüber gehen. Und einfach auch mit unserem Markenkern passt. Und deswegen freuen wir uns, wenn wir da einfach einen Beitrag leisten können. Also wie beim Auto auch, man will es nicht unbedingt immer ansprechen mit der Umwelt, weil so viele Leute denken, das wäre nicht so. Aber naja, das ist wahrscheinlich ein Thema, das sprengt jetzt auch unser... Ist aber bei den E-Autos genau unser Format. Und da gibt es natürlich viele Argumente und die kann man jetzt natürlich ausführen. Ich glaube, das Wichtigste ist doch, dass wir über die Themen sprechen. Ja. Dass wir uns, dass wir bewusst werden über das, was wir tun und dass wir, wie gesagt, einfach jeden Tag die Dinge auch ein bisschen besser machen. Und deswegen haben wir auch für uns genau diesen Purpose auch entwickelt. Das ist the pleasure of powerful movement on water with full respect for the human and natural environment. Und das ist einfach, wofür wir stehen, auch bei Torqedo. Es ist pleasure, power und respect. Und das ist auch, glaube ich, etwas,
das muss man auch mal klar aussprechen, was man auch vereinen darf und muss. Ja, und das ist in der Automobilindustrie auch nicht anders. Ich will ja auch den Spaß irgendwie nicht ganz beiseite schieben. Und ich will auch die Kraft nicht ganz beiseite schieben. Und das will ich in der Automobilindustrie auch nicht. Ich will Freude haben an dem, was ich tue. Ich will mit Kraft unterwegs sein. Aber ich kann das eben auch respektvoll tun. Und das heißt nicht nur keine Emissionen im Bereich, was ich, CO2 oder Stickoxide auszustoßen, sondern auch vielleicht eben einfach ja, kein Geräusch, auch mal Mitmenschen. Ja. Ob ich zum Auto fahre ja. und ich das, bin leise unterwegs ja. oder ich bin mit dem ja. Boot leise unterwegs und störe da keinen. Und das ist einfach das, was wir hier auch mit vermitteln. Und ist mir auch immer ganz wichtig. Ich glaube, die Kombination geht. Und wenn wir alle unseren Beitrag leisten und auch technologisch uns in die richtige Richtung entwickeln, dann kriegen wir das hin, dass wir auch ganz viel Spaß an dem haben und auch haben dürfen, was wir tun, mit eben dem notwendigen Respekt für alles drumherum. Okay, sehr cool. Sehr cooler Einblick überhaupt, weil wir kommen ja vom E-Auto und dann auf dem Wasser, also dass sich da so viel tut. Sehr cool. Ja, super. Fabian, vielen Dank für die Eindrücke. Sehr gerne. Wir sammeln jetzt noch ein paar andere auf der Messe. Auch und, sehr gerne, ja. Trotzdem, gut. Danke. Sehr Wunderbar. Gut. Weiter so. Viel Erfolg in der Dankeschön. Zukunft. Danke. Tschüss. Ciao. Alles gut. Ja, das war ein voller Tag, voller Impressionen, viele Boote. Genau, interessant, wie weit das schon fortgeschritten ist, die Elektrifizierung auf dem Wasser. Wenn euch das interessiert, abonnieren klicken, weil eine der nächsten Folgen zeigt auch nochmal, wie so ein Boot, ein elektrisches Boot, wirklich auf dem Wasser fährt. Wir haben uns wirklich elektrisch aufs Wasser getraut. Ja. Deshalb mal wieder danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.